Camping an der wunderschönen Müritz mit Outdoor-Experte Wiegald Boning. Da kann doch eigentlich nichts schief gehen, oder? Ah, was war das? Wenn das mein Mann sieht. Nein, der sieht das nicht. Ich weiß schon, warum Extremsport nichts für mich ist. Leute, die so einen Lebkuchen um den Hals haben, können keine schlechten Menschen sein. Ein Ort wie geschaffen für romantische Momente und tiefgründige Gespräche. Okay, 1-0 für dich. Also weich ist das nicht gerade, ne? Ich spüre lieber den Waldboden als die Mücken, die gerade über mich herfallen. Ich bleib für immer hier, ich bleib für immer hier. Ich bleib für immer hier, ich bleib für immer. Moin, ich bin Bettina Tietjen, Camperin aus Leidenschaft und wild entschlossen, andere mit meiner Begeisterung anzustecken. Heute muss ich allerdings keine große Überzeugungsarbeit leisten. Wiegald Boning erwartet mich. Der Moderator, Musiker und Entertainer ist nicht nur ein Multitalent, er ist auch ein echter Naturbursche. Wiegald hat mal 204 Nächte am Stück gezeltet. Nicht im Urlaub, im Alltag. Verrückt. Vielleicht kann ich mir von ihm noch was abgucken. Huhu. Möchtest du an Bord kommen? Sehr, sehr gerne. Die haben aber so einen leckeren Kuchen. Ach, da so. Wollte ich was mitnehmen. Willst du auch ein Stück? Ja, sehr gerne. Ja. Ich hätte gerne noch zwei Stück Kuchen zum Mitnehmen. Gerne. Was darf es denn da sein? Zitronenbuttermilch. Das gefällt ihr bestimmt. Und Preiselbeermohnkäsekuchen. Dankeschön. Tschüss. Ich freue mich sehr, dass du hier mit mir fährst, Wiegald, weil ich glaube so ein bisschen, was das Thema Campen angeht, habe ich in dir mal einen Meister gefunden. Das weiß ich nicht. Wenn du diesen Wagen schon 30 Jahre durch die Welt kutschierst, dann hast du ja auch gewisse Erfahrungen. Nicht so härtemäßig, härteprüfungsmäßig ja, wie du. Mit meinem Kleinen. Hast du denn früher auch eine Beziehung zum Campen zu gehabt mit Als deinen Eltern? Kind ein einziges Mal. Campingurlaub in Bensersiel. Ja. Das war natürlich toll für Kinder, aber in der Rückschau, ich habe meine Mutter mal vor einigen Jahren interviewt zu dem Thema, das haben wir nicht wieder gemacht, das war mir zu rustikal. Hat sie gesagt? Ja, ja, genau. Die Formulierung fand ich gut. Ja. Diese Abenteuerlust und dieses Draußensein hast du dann erst in späteren Jahren entwickelt? Ja, ja. Unsere heutige Reise führt uns an die Mecklenburgische Seenplatte. Ans Ufer der malerischen Müritz, übrigens der größte See, der vollständig innerhalb Deutschlands liegt. Ist das nicht traumhaft hier? Wiegald wird es lieben. Da ist die Müritz. Das ist doch nicht die Müritz. Doch. Das ist doch die Karibik. Ja. Das sehe ich doch. Kannst mir doch nicht erzählen, dass das die Müritz ist. Das ist die ostdeutsche Karibik. Ja, sieht toll aus. Ich bin ja damit nicht mit diesem Auto nicht so. Fährt sonst immer dein Mann? Mein Mann fährt meistens, ja. Also eigentlich immer. Er ist da sehr eigen mit seinem Auto. Der hat nicht so gerne, wenn andere fahren. Vor allen Dingen nicht ich. Mhm. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, ja, ich sag wo jetzt ich gar mich nichts. Hinstellen muss. Moment mal, wo man steht, ohne sich festzufahren. Das ist es jetzt. Da muss, wenn man sich nämlich mit dem aber Auto festfährt. Doch, hier sind so Grasreste. Da kann man, glaube ich, ganz gut stehen. Ja, ich glaube, ich fahre mal noch ein Stück weiter nach vorne. Was war das? Das ist der Baum, der da oben entlang schrappt. Ich glaube, es ist nichts Schwerwiegendes kaputt gegangen. Es ist nur Lackschäden. Oh, Scheiße. Aber es wird doch im Fernsehen ausgestrahlt. Kann man das nicht irgendwie, die Lackiererrechnung damit... Ich habe das Gefühl, ich habe da einen Ast abgerissen. Ich bleib mal stehen. Nein, du hast den sogar, der ist sogar dran geblieben. Das ist das Problem, glaube ich. Also jetzt aus der Sicht des Lacks. Was habe ich gemacht? Nein, ist alles okay, glaube ich. Also ich fand es sehr unterhaltsam, mit dir zu fahren. Wenn das mein Mann sieht, dann kriegt Ärger. Nein, der sieht das nicht. Der kriegt bestimmt Ärger. Das wird rausgeschnitten. Guck mal, diese ganzen Äste. Das kriegt er nie zu sehen. Auch das Team, ihr erzählt ihm das nicht, ne? Nein. Ich kann ja die Markise gar nicht ausfahren. Das stimmt. Mit diesem Baum da. Also ich würde sagen, rückwärts rausfahren. Okay. Kann nichts passieren. Es ist ja Eiche, ist ja bekanntermaßen ganz weiches Holz. Also wenn man jetzt noch mal ein bisschen drankommt, kann nicht schlimm sein. Kannst du mich aber, kannst du vorsichtig ich weiß dich ein. Ja, 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 ja. So. Da oder hier? So, ich glaube. Da liegen noch ein paar Äste. Ja, sag ich ja, da liegen Äste. Also da steckt auch irgendwie einer, also, guckt so komisch raus. Siehst du das? Ja, ja, da liegt so ein bisschen Gekröse rum jetzt.
Wie geil? Ist das denn stabil? Was machst du? Ja, das ist stabil. Aber pass auf, dass ich habe mir da schon mal total das Bein aufgekratzt an dieser scharfen Kante. Ja. Siehst du was? Ja, aber es ist alles in Ordnung. Ja? Ja, ja, ja. Der steckt nicht im Kunststoff. So, jetzt hole ich mal Tisch und Stühle raus. Von so einer kleinen Panne lassen wir uns doch nicht die Laune verderben. Und Wiegald bringt sowieso nichts aus der Ruhe. Vor kurzem ist er ein Jahr lang jede Woche einen Marathon gelaufen. 52 Mal. Da kann man sich ruhig mal ein Stückchen Kuchen gönnen. Ich bitte hier immer meine Gäste, das mitzubringen, was für sie, also was sie für unverzichtbar halten beim Campen. Ja, ja. Da du ja nun erfahrener Camper bist, nehme ich an, dass es besondere Sachen sind, die du mitgebracht hast. Heute zum Beispiel ist so, ich habe mein Zelt jetzt länger nicht in Betrieb gehabt, sondern verliehen an einen meiner großen Söhne. Mit dem habe ich gestern telefoniert, da war ich schon unterwegs. Und der sagte, übrigens, es sind in dem Zelt gar keine Heringe drin. Oh. Ja. Das ist ja doll, dass du mir das jetzt sagst. Daraufhin habe ich mir gestern noch Bleistifte geholt. 12 Bleistifte im Fachgeschäft. Ich hoffe, das ist ein brauchbarer Heringsersatz. Oh, da bin ich auch mal gespannt. Da bin ich selber gespannt. Mal gucken. Bei dem Boden hier mit Bleistiften. Das weiß ich nicht, aber es ist nicht so schlimm, weil wenn man sich ins Zelt reinlegt, kann es ja schon mal nicht mehr wegwehen. Ich darf halt nicht mehr rauskommen dann. Warte, ich hole jetzt den Rucksack. Ich hole das jetzt alles. Warte, warte mal. Wo ist das denn? Hier. Ja, hast du da hinter... Mhm. Okay, also da ist das alles drin jetzt. Also, das ist mein Zelt. Sind so klein. So klein. Anderthalb Personen passen da rein. Das ist ja ganz leicht. Ja, ja. Ich habe noch ein kleineres, aber das ist eben gut. Da kann man zur Not auch zu zweit drin übernachten. Also mit Bernhard Hohecker passt das zum Beispiel gut. Das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Er liegt dann quer und du längst. Oder wie macht ihr das? Irgendwo war er auch. Ja, genau. Es ist noch ein Handtuch. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so konzentriert gepackt gestern. Wichtig auf dem Campingplatz ist die Blockflöte. Warum? Damit kann man musizieren. Damit kann man Notsignale loswerden, wenn irgendwas, nicht? Also das hört ja auch jeder in großer Entfernung. Kann man da auch schöne Melodien mitspielen mit so einer kleinen? Also das war jetzt der Schlafsack, das du da im Arm hast. Das ist mein Schlafsack hier, genau. Das ist halt ja auch bei Minustemperaturen. Nein, das ist ein reiner Sommerschlafsack. Okay. Was ich ja immer dabei habe, ist meine Toilette. Ja. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass du auch eine Toilette... Ich habe einen Reichweitenverlängerer mir besorgt. Einen Reichweitenverlängerer? Ein Reichweitenverlängerer ist eigentlich ein Gerät aus der Luftfahrt. Das ist eigentlich eine Filmdose, an die sich ein Gummibeutel anschließt. Ist natürlich nur, man sieht daran, dass Piloten damals meistens Männer waren. Bei Frauen sehe das Gerät anders aus. Also da kann man reinpinkeln. Da kann man reinpinkeln und dann verschließt man das genau. Hast du aber nicht dabei. Habe ich jetzt nicht dabei. Nee, ich dachte mir, hier braucht man das nicht. Aber der Grund, warum ich meine Toilette immer dabei habe, ist ja, dass ich nicht mitten in der Nacht, wenn ich nachts muss, habe ich halt keine Lust, über den ganzen Platz zu robben. Verstehe ich. Im Dunkeln und Toiletten zu suchen. Ja, das ist der Grund. Genau. Hast du überhaupt schon mal Wassersport gemacht auch? Also schwimmen ja, ansonsten... Sonst nichts. Ich habe mir mal ein Buch gekauft über Segeln und gedacht, das wäre auch was für mich. Die haben eine Surfschule. Ah, also man kann Windsurf-Kurse machen, auch für absolute Anfänger steht da. Ja. Hast du jemals sowas gemacht? Ich stand einmal auf so einem Brett, fiel runter und habe gedacht, Dankeschön. Das ist der beste Voraussetzung. Ja. Ich habe das vor 30 Jahren mal gemacht und dann habe ich das immerhin geschafft, zu stehen und mit dem Ding geradeaus zu fahren. Und als ich aber am Ende des Gewässers angelangt war, wusste ich leider nicht mehr, wie man dreht. Ich verstehe, die Konstellation ist, du kannst schon gut geradeaus fahren. Nein, das ist 30 Jahre her, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, dann mal probieren wir das mal aus. Ja, wollte ich auch sagen. Ja, gut. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation every single day. Aber ich finde, wir sehen schon mal jedenfalls sehr sportlich aus. ja, richtig. Guck mal da. Hallo. Hey, schön, dass ihr da seid. Ich bin die Moni. Moni. Ja, prima. Bei dir lernen wir Windsurfen. Ja? Ja, fantastisch.
Ihr seht ja schon so toll vorbereitet aus. Ja. Ja, also ich meine, das sind die Klamotten, aber ansonsten haben wir ja keine Ahnung. Also wie lange braucht man denn? Ach, das ist nicht weiter schlimm. Also wir werden schon mal euch heute zum Surfen kriegen, denke ich. Wirklich? Mal. Ja. Mit Erfolgsgarantie sowas? Ja, wir gehen erst am Simulator so ein paar Sachen durch. Ja. Und dann legen wir uns drauf und paddeln erstmal mit den Armen. Wir legen uns drauf. Oha. Hallo Bettina. Ich bin schon beim drauf. Wir warten auf dich. Kein Problem. Beim Drauflegen gescheitert. So. Ich komme! Ja. Liege ich richtig? Bist doch gleich da. Ja. Dann stellt ihr euch mal hin. Rechts und links vom Mastfuß entfernt. Ein bisschen. Und jetzt sollen wir uns hinstellen. Ja, genau. Immer mit leicht gebeugten Knien. Ja, sind ja Monsterwellen hier. Stehst du schon, Wiegald? Ja, ich stehe schon. So, mit den Armen ein bisschen balancieren und dann ordentlich Wellen machen. Bravo! Bettina steht! Ja! Jawohl, und immer wenn es zu wackelig wird, gehst du mehr in die Hocke. Okay, hast du schon mal gut gemacht. So, einmal noch mal ins Tiefere gehen. So, letztendlich müssen wir ja dann nachher so da drauf stehen. So. Jawohl. Und jetzt guck mal, ob du dich da drauf etwas bewegen kannst auf der Mittellinie. Ah, ja. Nee. Ich weiß schon, warum Extremsport nichts für mich ist. Hm. Jawohl. Das sieht sehr gut aus schon bei dir. Ah, danke schön, danke. Ich glaube nicht, dass ich dieser Herausforderung gewachsen bin. So, wer will zuerst? Bettina, bitteschön. So, ich helfe dir, ich halte das Ganze. Jawohl. Auf dem Grauen bleiben. Ah, super. Oben. Und das Segel so halten? Ja, schön aufrecht. Sah aber gut aus. Ja, bis dahin. Bei allen Situationen immer ein Lächeln im Gesicht. Das jetzt ist musst du. Jetzt muss ich. Jawohl, schön auf der Mittellinie bleiben. Ja, so. Prima. Ja, so. Prima. So, wo ist der Wind? Ja, der Wind ist schon mal schlafen gegangen. Ja. Ein bisschen ist aber. Gut. Super. So, jetzt muss es losgehen. So, jetzt kannst du sogar, wenn du möchtest, umdrehen. Und jetzt wiederum, und Achtung. Jetzt bremsen. Bremsen, so. Ja. Und absteigen, sonst besuchen wir die Vögel und Schlangen in unserem Schiff. Okay. Festhalten? Ja. So. Hast du super gemacht, nicht losgelassen. Danke sehr, festhalten. Danke sehr. Das danke, sehr danke, gut. Danke. Danke, danke. Sehr gut. Danke, danke. Nicht nötig. Wieder hinsetzen. Bettina, das sah toll aus. Ja. Auch Fallen. Auch, in, auch im schönen Fallen steckt Grandezza bei dir. Nicht bei jedem, aber bei dir. Finde ich sehr schön, dass du so charmant bist. Danke für die Blumen, aber dass ich kein Naturtalent bin, war ja nun kaum zu übersehen. Jetzt erstmal erholen und gucken, was die Nachbarn so treiben. Namen! Hallo! Namen! Sind Sie Stammgäste? Das erste Mal hier. Schön, ne? Ja. Ja, sehr schön. Herrlich. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie im Süden, ne? So am Mittelmeer. Ja. Und das ist aber eine gute Idee, dass man so draußen hier vorm Zelt ist. Regionales Fleisch für eine Straußenform. Mit Fleisch von der Straußenform? Ja, klar. Ja. Ah. Ich habe noch nie Straußenfleisch gegessen. Wie schmeckt das? Wäre jetzt die Chance. Willst du kosten? Ja, das will ich jetzt mal probieren. Oh, danke. Danke. Und? So? Ich würde auch. Ein ganz kleines Stück. Ganz kleines Stück. Ist es zu groß oder ist das klein? Die Hälfte. Gut. Ich habe auch noch nie Straußen. Ist das hier direkt um die Ecke? Ja. Ja, direkt um die Ecke. Und essen Sie das häufiger? Seit gestern. Nein, total gut. Ich würde das jetzt nicht direkt mit dem Laufvogel in Verbindung bringen, vom Geschmack her. Ich glaube, was war es? 3% Fett oder so? 2% Fett. Das ist ganz schön mager. Ja, ganz mageres Rind schmeckt das, finde ich. Ja.
Und ihr esst lieber Nudeln mit Tomatensauce, ne? Ja. Wir haben gestern schon Straußenfleisch gegessen, das ist der Rest. Ach so, man kann ja nicht jeden Tag Strauß essen. Nein, wir hatten jetzt etwas übernommen mit den vielen Strauß. Ja. Sehr lecker, wir wollten nicht stören beim Essen. Noch. Dankeschön, viel euch auch. Viel Spaß noch. Tschüss. Da war doch eine Pizzeria da vorne. Das gucken wir uns jetzt mal an, was es da gibt. Ja, da könnte man... Zeit, ich Lust zu. Und ist da nicht vorne auch noch so ein Süßwarenladen mit Lebkuchen? Wir können ja bestellen... Ja. Und dann, während die Pizza zubereiten, gehen wir zum Lebkuchenladen und suchen uns schon die Nachspeise aus. Ja, das ist ein sehr guter Plan. Hast du eine Lieblingspizza? Napoli finde ich immer gut. Meine auch. Und ich bin auch so ein Capon-Fan. Meine Lieblingspizza. Ja, auch. Tatsächlich. Ja. Nehmen wir zweimal Napoli. Ja, oder wir machen eine halbe. Das können wir auch machen. Ja, ja, mir reicht auch eine halbe. Nein, ich meine, wir können zwei bestellen und dann teilen wir uns. Ich Ach so, ja Entschuldigung, Teilen. Entschuldigung. Ah, ja, ja, ja. Dann nehmen wir einmal Napoli, einmal Parma e Rucola. Ja. Bestellen wir mal gut. Jetzt. Hallo. Hallo. Aber das ist so klein. Ist ja fantastisch. Das ist ja wie eine Fata Morgana. Ja, so ja. Das müssen wir mal fragen, wie das zustande kommt, dass sie. Hallo. Hallo, guten Abend. Wie ist das denn zu erklären? Das ist doch ein bisschen wie eine Fata Morgana hier. Wer hatte denn die Idee? Es war die Corona-Nötlosung des letzten Jahres. Und dann gab es keinen Rummelplatz? Genau. Sondern Ach, echt? Und dann hatten wir das Glück, dass wir hier stehen durften. Ja. Und weil es gut ankam, dieses Jahr wieder. Man fühlt sich wie reingebiegen hier auf ja. einmal. Ja. Ne? Passt gut hier zum Naturcampingplatz, ne? Da fehlt nur noch so ein Riesenrad nebenan. Ja. Was steht denn da alles drauf? Wäre noch eine Idee. Ich finde das ja immer ganz bezeichnend, was auf diesen... Das finde ich auch interessant. Opa, du gibt bist klasse. Gibt auch extra Anfertigungen für diese Gegend. Was haben wir da? I Love Camping. I Love Camping ist spitze. Müsste Gruß doch sehr gut zu Ihnen passen. Und ja. Gruß von der Müritz. Ja. Ich hätte gern I Love Camping. Ich nehme Gruß von der Müritz und du nimmst I Love Camping? Ja. Und dann müssen wir aber noch was zum Essen haben. Also ja. Als Nachtisch. Ja. Was ist das? Lakritz hier? Genau. Lakritz, das andere ist Apfel, Cola, Himbeer, Erdbeer. Das Ganze nochmal in sauer und oben das bunte Tutti Frutti. Also ich hätte auch gern einen sauren Apfel. Ja. Und du? Ja, das Rote. Saure Erdbeere ist das dann. Dann nehmen wir saure. Warte mal. Apfel. Sauren Apfel, saure Erdbeere, süße Erdbeere. So, dann sind 17 Euro bitte. Vielen Dank. Viel du Spaß kriegst. Noch. Dankeschön. Ihnen ja, auch. Du hast den Gruß von dem Mund. Abends ist richtig was los am Ufer der Müritz. Niemand will sich den perfekten Blick auf den Sonnenuntergang entgehen lassen. Die Mücken übrigens auch nicht. Wir sichern uns mit unseren Pizzen einen Platz in der ersten Reihe. Das ist die Parma. Und das ist die Napoli. Müsste demnach. Finde ich witzig, dass du auch sagst, dass Napoli dein Liebste ist. Der Italiener an sich macht die Napoli ohne Käse, aber ich mag sie auch mit Käse. Allerdings mit den kleinen Fliegen. Das ist sehr unangenehm. Ja, und die finde ich ganz pittoresk eigentlich. Pittoresk? Ja, so auch auf deinem blauen Hemd. Die sind aber auch im Wein hier drin. Ja, im Bier jetzt auch. Wollen wir mal Prost. Einmal anstoßen? Ja. Prost. Auf Vergnügen. Mir auch. Auf diesen romantischen Abend. Mhm. Oh, nee, warte mal, den muss ich erst mal. Da ist schon drin im Glas. Wirklich sehr viele. Bist du so ein geselliger Typ? Also ich meine, abgesehen vom Job. Ja. Hast du gern Besuch? Naja, wenn ich jetzt Nein sage, ist total ungünstig. Weil dann die Leute, die mich besuchen, die fühlen sich ja nicht mehr willkommen geheißen Ach so. In Zukunft. Darum sage ich jetzt lieber, doch, ich freue mich, wenn die Leute alle vorbeikommen. Aber eigentlich nicht. Eigentlich hast du auch mal gerne deine Ruhe, oder? Ja, natürlich. Also ich habe auch gerne mal meine Ruhe. Nee, aber du bist ja auch, finde ich, so ein sehr... Sehr fröhlicher Mensch, ne? Also du hast immer eine positive Ausstrahlung, man hat immer das Gefühl, du hast gute Laune, bist immer zum Scherzen aufgelegt. Und das ist aber auch wirklich dann naturell, oder? Allermeistens schon. Also es gibt schon Tage, wo ich dann auch denke, was ist denn das jetzt für ein Nieselregen zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich, dass ich hier an dieser Veranstaltung, die sich Leben nennt, teilnehmen darf. Ich bin gesund und zahlungsfähig und das finde ich total gut. Dann habe ich ja nun schon oft erlebt, Leute, die dann eigentlich die im Privaten überhaupt nicht lustig sind. Mhm. Die dann in so einer Rolle ganz lustig sind und die Leute lachen sich kaputt über die. Und dann, wenn sie aber zu Hause sind, dann ist Schluss mit lustig. Ja, das ist richtig. Aber ich verstehe mich eigentlich gar nicht so richtig als Komiker. Also ich habe das immer mehr für so ein Missverständnis gehalten, dass die Leute denken, ich sei lustig.
Also, du bist doch lustig. Ja, aber das ging los bei mir ja im Fernsehen mit einer Dokumentation über den Tag der Währungsunion in der DDR. Da habe ich so Interviews geführt. Und als das ausgestrahlt wurde, haben Produzenten angerufen und gesagt, das ist ja super lustig, wir haben das gesehen. Und ich habe das zuerst gar nicht verstanden oder fand das sogar leicht beleidigend, weil ich wollte so essayistische Interviews machen. Ach so. Und die fanden das lustig. Aber ich habe mich mit dem Missverständnis natürlich dann zügig angefreundet, weil ich musste ja auch Miete bezahlen. Und ja, außerdem ist das nicht das Schlimmste, für lustig gehalten zu werden. Dieses Bier gucke und so ungefähr 49 ertrunkene Fliegen in diesem Bier rumschwimmen. Das sieht der Fernsehzuschauer jetzt nicht und das ist auch gut so. Irgendwo habe ich auch mal gesehen, dass du so Autogramme von Diktatoren, kann das sein? Na, von umstrittenen Persönlichkeiten. Umstrittenen Persönlichkeiten, das war's. Und da hattest du interessante Sachen dabei. Ja, Christoph Daum, Philipp Amthor bis hin zu Donald Trump habe ich auch zwei Autogramme. Eins gemeinsam mit Kim Jong-un. Interessant. Da steht jetzt aber nicht für Wiegald drauf. Nein. Nein. Das wäre natürlich ja nicht schlecht. Das wäre es ja noch. Trump und dann dein Donald, dein Kim Jong-un. Manchmal gibt es auch so Nachdrucke, finde ich auch gut. Also von Lenin zum Beispiel. Von dem kriegt man jetzt keine. Der ist aber ja im Grunde auch nicht wirklich umstritten. Ja. Von Putin, das wäre auch jetzt ein interessantes. Putin habe ich auch, aber ist auch nur ein Nachdruck, glaube ich. War verdächtig günstig. Hast du Gerhard Schröder auch? Gerhard Schröder habe ich auch, ja. Also ich habe, glaube ich, alle gängigen, also die mir so eingefallen sind, habe ich schon gesammelt. Ich fällt gerade auf, dass wir hier noch diese komischen Lebkuchen umhaben. Dann gehen wir mit ins Bett. Mhm. Leute, die so einen Lebkuchen um den Hals haben, können keine schlechten Menschen sein. So. Dann lass dich ruhig nieder. Ja, können wir den Abend doch gemütlich ausklingen lassen. Ja. Die Aussicht ist wirklich atemberaubend. Und mit der Naschkatze an meiner Seite bringt es umso mehr Spaß. Wir haben ja noch Nachspeise. Möchtest du lieber rot oder grün? Ich nehme rot-sauer. Rot-sauer. Ich nehme grün-sauer. Prost. Prost. Ist gar nicht sauer. Nee. Normalerweise frage ich ja um diese Zeit meine Gäste, wo sie übernachten möchten. Also ja. Ich frage immer entweder im Wohnmobil oder im Zelt oder aber in, vielleicht in so einem kleinen Häuschen oder im Hotel. Ne? Ja. Die Möglichkeiten gibt es. Also bei dir brauche ich ja nicht zu fragen, ist ja klar, ne? Dass du in deinem Zelt schläfst. Ja, ist so. Aber ich würde mal gucken, solange es noch hell ist, wo du das überhaupt aufschlagen kannst. Du kannst ja mal begehen. Genau. Schauen wir mal. Das muss ja auch Plan sein. Ne? Ja, gucken mal eben hier. Also es darf wir ja hier gucken hin? Ja. Hier ist ganz gut, glaube ich. Ich habe eine Kopflampe. Eine Kopflampe. Hast du keine? Ich habe auch eine dabei. Ja. Ja. Also ich kann auch meine holen. Du willst, ja. Ich habe immer eine Kopflampe dabei. Immer. Okay. Also eine Kopflampe braucht man. Siehst du was? Nee, das macht aber nichts. Ich leuchte dir. Voll ich kann ja hier schon mal ziehen. Ja, das ist auch eine gute Idee. So, jetzt muss ich mal, jetzt kommt der spannende Teil. Nämlich die Bleistifte. Die Bleistifte. Die passen ja sogar farblich. Ja, genau. Es gab rote und grüne. Ich habe mir jetzt diese. Sensationell. Ja. Es geht. Ah. Es geht. Das geht ja tatsächlich. Also war das jetzt deine Idee oder hast du irgendwo gelesen? Nee, das war meine Idee. Das finde ich ja sensationell. Ich habe das ja gestern Abend erst erfahren. Und dann bin ich im Berliner Flughafengebäude auf. Um 10 vor 10 auf die Suche gegangen. Ich würde gerne mal ausprobieren, wie man da drin liegt. Ja. Aber ich habe Angst jetzt wegen der Mücken, dass nicht die Mücken da alle reinkommen. Aber du musst ja sowieso deine Isomatte und Schlafsack noch reintun. Ne? Genau. So schnell geht das. Bitte sehr. Ich will nur mal ausprobieren, wie das ist. Schläfst du mit dem Kopf hinten? Ja. Genau, Füße Richtung Eingang. Boah, das ist aber ganz schön. Also weich ist das nicht gerade, ne? Naja, die einen sagen so, die anderen so. Na gut.
Also ich spüre lieber den Waldboden als die Mücken, die gerade über mich herfallen. Ja, ich mach und mal, auch. Ich komme mal wieder hier raus. Ja. Kann ich dir eine Hand reichen? Ja, natürlich, sehr gern. Wäre nett. Ich muss ich Kopf einziehen. So, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ha! Was passiert? Ich häng. Bist du hängen geblieben? Sehr gut, sehr gut. Nee, also das wäre nichts für mich. Nein, du hast ja auch einen super Caravan. Genau. Ja. Ich habe schon bei zwei Dingen heute schon festgestellt, dass sie nichts für mich wären. Windsurfen? Einmal Windsurfen und jetzt zu Zelten. Das ist ja auch ein sehr kleines Zelt. Sehr klein. Du bist ja wesentlich größer gewachsen als ich. Ich hole mir jetzt noch von dir ein bisschen was gegen die Mücken, würde ich vorschlagen. Ja, ja. Weil das sind ja Beulen hier, das sieht aus wie... Das ist ja nicht. Du hast Weintrauben. Ja, ja. Echt? Komm, wir holen mal schnell was. Okay. Und dann geht's ja auch schon ins Bett. Ja, und dann geht's ins Bett und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Genau. Und während die rote Sonne in der Müritz versinkt, schlummern wir unserer nächsten sportlichen Herausforderung entgegen. Guten Morgen. Guten Morgen, Bettina. Hast du gut geschlafen? Ja, du auch. Oh, selten. Moment. Gott, ja. Was machst du denn schon? Wieso bist du denn schon auf? Ich bin schon lange wach. Ich habe einen Kaffee getrunken. Ich war schwimmen in der Müritz. Du warst schon schwimmen? Ja. Ich habe die Nachrichten durchgeguckt. Und jetzt baue ich zusammen. Und du hast geschlafen bis jetzt? Also so spät ist es ja nur noch nicht. Eine Hochachtung. Aber wir sind ja beim Yoga, glaube ich, ne? Ja, ich Yoga auf dem Wasser. Ich denke mit Schrecken daran. Dann musst du dich ein kleines bisschen sputen, weil es ist gleich schon soweit, oh, glaube ich. Ehrlich? Packst du vorher noch zusammen? Nein, das machst du danach. Doch, doch, ich pack das schnell zusammen. Ja, was hat das denn mit den Bleistiften, haben die gehalten? Macht einen guten Eindruck. Also es war jetzt kein Orkan in der Nacht, dann würde ich die Hand dafür nicht ins Feuer legen. Aber so jetzt, also eigentlich sogar besser als Heringe, weil man kann mit diesen Bleistiften ja darüber hinaus auch noch schreiben. Sehr toll, das ist ja ein super Lifehack mal wieder. Ja. Hat man wieder was gelernt. Ja. Na gut, dann mache ich mich mal halbwegs fertig, dass wir darüber gehen können. Alles klar. Ja, bis gleich. Gut, ich pack zusammen. Und jetzt kommt Yoga. Yoga, Sub-Yoga. Was machen wir morgen? Golf? Ein Füllhorn schöne Eindrücke mit nach Hause. Ja, ich finde auch, das Leben ist ein anderes als vor dieser Sendung, muss man auch sagen. Mhm. Ja. Alleine, was ich in der Nacht hier an Tieren gehört habe, also ich habe ja ehrlich gesagt jetzt unter uns kaum geschlafen. Weil es doch zu unbequem war. Nein, gar nicht so unbequem, sondern weil diese Tiere so einen wahnsinnig interessanten Lärm gemacht haben. Was wusstest du eigentlich, dass ich Tiergeräusche nachmachen kann? Nee. Das dritte, also ich habe selten Gelegenheit, es zu zeigen. Ja. Ich kann es aber sehr gut. Also du kann ich auch. Okay, 1:0 für dich. So, jetzt versuch mal eine Möwe. Nee, warte mal, das ist doch ein Schaf. Das ist, Moment. Das war ein Schaf. Eine Möwe. Möw, Möw. Nein. Gut. Sehr gut. Krähe geht. Frosch. Quack, 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 quack. Das ist eher eine Ente. Das ist eine Ziege. Scharf bin ich ganz gut. Bäh. Ja. Das ist sehr gut. Bäh. Das ist super. Das kann ich nicht so gut. Bäh. Bäh. Nee. Aber immerhin 4:1 für dich. Okay. Klar, das ist ein Kantorsieg. Wir können als Duo auftreten. Du das Schaf, ich die Möwe. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja. Du musst dein Herz übrigens mitnehmen, ne? Dein das Campingherz. Darf ich nicht vergessen. I love Camping. Das kriegt einen ganz wichtigen Platz zu Hause. Und lass dir das nicht von Putin streitig machen. Der hat sowieso Hausverbot bei mir. Ich bleib für immer hier. Ich bleib für immer hier.